Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Die Nacht war kurz, 3 Stunden gepennt. Dann sind wir schon wieder hoch und weiter geht's im Takt. Waren schon mal im Bäcker und kurz einkaufen, ein paar Kleinigkeiten. Und jetzt sind wir gerade drauf und dran, den Wohnwagen abfahrbereit zu machen. Mit ein paar Sachen noch gepackt zum Schmausen, die wir mitnehmen. Akkus müssen wir auch mitnehmen. Wobei, weiß ich auch nicht, muss ich meine Mama fragen. Und ja, dann geht die Reise weiter, 140 Kilometer Richtung, Richtung Westen wieder zurück. Muss ich kurz überlegen, genau, ich wollte die Gasflasche einmal wiegen. Die haben wir, ja, die war nicht mehr ganz voll, da fehlten 2 Kilo, wir hatten über 22 Kilo gehabt. Und ich wiege die jetzt mal. Und dann gucken wir mal, was die noch wiegt. Genau, die Stifte habe ich übrigens im BIM geholt, das sind Eddings, die wollte ich auch mal testen. Kosten 40 Cent für 3 Stück, da kann man nicht meckern. Genau, wie sieht die Stifte gemacht? Ja. 20 Pfund. Batterieleerung. Super. Muss die Batterie einmal wechseln und wiege die gleich mal mit euch. Ich habe früher, ich letztens die Batterien geholt habe für, was hatte ich die nochmal geholt? Für, vom Auto war die Fernbedienung, war der Schlüssel leer. Aber ging dann ganz schlecht, hätte ich getauscht, dann habe ich direkt die ganze Riegel mitgenommen. Und jetzt brauchen wir CGP, CR 2032. CR. Cristiano Ronaldo. Nein, glaube ich nicht. So, Batterie raus. Neue raus, neue rein. Zack. Klappe zu. Affe tot. Ja, das sind immer so ganz viele Kleinigkeiten, die immer wieder und wieder gewechselt werden. Und ja. Müsste ich euch öfter dazu und euch das zeigen, ich weiß. Der Dachgepäck habe ich auch schon gepackt. 18,25 weniger 12. 6,5 Kilo haben wir noch. Sehr schön. Da kommt Freude auf. Genau. Garischeris. Wir sind angekommen, schon ein bisschen Zeit ins Land gerannt und ja, alles recht einfach, haben bis 300 türkische Lira bezahlt, der Ausblick ist natürlich wunderschön, allerdings ist hier nichts an Dienstleistungen, was man sich erträumen könnte. Strom geht, aber das war's. Toiletten sind Wasser aus, haben schon einige auch schon schön reingewürstelt und entsprechend, weil kein Wasser war, ne? Könnt ihr euch selbst ausdenken, genau. Haben wir Ed den Knochen gegeben, haben wir gerade Krisensitzung gemacht hier und haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt morgen schon weiterreisen werden. Genau. So, jetzt waren wir am Strand einmal, Calvino ein bisschen angeln und jetzt gehen wir beiden Männer, also der Papa von denen und ich, mit den Blagen zum Spielplatz. Hier sind nämlich 2 wilde Hunde, die uns schon ein paar Mal angeknurrt haben und da haben wir keinen Bock drauf, dass da irgendwie was eskaliert mit den Kindern oder mit dem Humi. Die liegen da, als wenn sie warten auf die Tomaten. Etty hat nämlich einen Knochen ja, gekriegt und da wollen wir nichts riskieren. Muss ich ja sagen, Spielplätze können sie wirklich immer richtig schön bunt, groß, wobei der jetzt echt klein ist. Und da scheint hier halt so, da gibt es so Bungalows, kann man die hier bestimmt mieten. Und da ist dann so Gastronomie und Toiletten und sowas. Aber alles so, ich denke mal, ist halt wegen Off-Season. Dass du halt nicht so viel hier ja alles zu
Naja, jedenfalls fahren wir jetzt morgen weiter. Mit den Wildhunden, das behagt uns nicht so. Aber erzähle ich euch dann morgen, wo es hingeht. Genau. So, Feierabend bei uns. Haben wir noch was gegessen? Die Wildhunde noch ein paar Mal verjagt. Und jetzt morgen geht es wieder ein Stück zurück. Ein paar Kilometer. So der grobe Plan. Genau. Zeige ich euch dann immer, wenn wir da sind. So, jetzt werden wir morgen mal lange machen. Mit dem Laptop raus. Halbe Stündchen und dann geht's ins Bett. Morgen ist ein neuer Tag. Dann nehme ich euch wieder mit. Ein Stück weit auf die Reise, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Bis morgen, alter Frösche. Tschüss.